Nadine Julitz, die Linke hat einen Antrag eingebracht, Ehe für alle. Wie steht denn die SPD zu so einem Antrag? Ja, damit hat die Linke den Nagel auf den Kopf getroffen. Das sind exakt unsere Forderungen. Allerdings fordert die Linke uns dazu auf, alle verfügbaren Mittel von unserer Seite aus einzusetzen. Und Koalitionsbruch ist leider kein verfügbares Mittel. Genau, da wundert man sich ja. Denn obwohl die SPD für das Thema Ehe für alle steht, wird hier im Landtag dagegen gestimmt. Das versteht man draußen nicht. Das ist richtig. Ich bin nicht glücklich darüber, aber das ist eben die Situation. Wir haben einen gültigen Koalitionsvertrag, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene, in dem steht, dass die Koalitionspartner stets gemeinsam abstimmen. Die CDU ist dagegen, so im Bund wie auch im Land. Und damit gibt es für uns einen Koalitionsvertrag und für die SPD ist es selbstverständlich, dass wir den einhalten. Was muss denn passieren, damit tatsächlich gleichgeschlechtliche Partnerschaften anerkannt werden, so wie wir uns das wünschen? Dafür kämpft die SPD auf Landes- und auf Bundesebene für Mehrheiten. Wir treten in der Wahl an und wollen klar gewinnen. Und wenn wir Mehrheiten haben, die genau dafür sind, dann können wir das Gesetz umsetzen. Das heißt, eigentlich ist dieser Antrag der Linken schon ein vorgezogener Wahlkampf, oder? Im Grunde genommen ist es genau das. Die Linke versucht uns natürlich damit in die Ecke zu treiben. Schafft sie ja tatsächlich auch ein Stück weit. Wir müssen trotzdem ablehnen. Dankeschön.